1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Wir sind auch da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind heute im Radio, ausschließlich im Radio, nicht im WDR Fernsehen. Also wir sind unter uns und wir können reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Können wir sonst auch, aber schön, dass ihr da seid. Also, freie Themennacht, offene Themennacht. Wenn ihr mit mir reden wollt, egal über was, dann meldet euch. Nochmal die Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailen unter domian@wdr.de. Andrea. Andrea ist 22 Jahre und mein erster Gast heute Abend. Hallo Andrea. Hallo Domian. Ja. Grüß dich. Um was geht's bei dir, Andrea? Um Pickel. Also ich bin jetzt gerade ein bisschen aufgeregt. Es geht um Pickel. Ja, es geht um Pickel. Dein Thema sind Pickel. Ja, ich drücke unheimlich gerne Pickel raus. Wirklich? Ja. Deine eigenen oder gar auch fremde? Ja, von meinen Freunden, von meinen Eltern, von meinen Freunden. Und wenn ich beim Hunden Pickel finde, dann auch mal. Nein, haben Hunde auch Pickel? Ja, also mein Hund hat manchmal so am Kinn unten so kleine Pickelchen. Echt? So alter Pickel? Genau. Das machst du bei Freunden, nicht nur bei deinem Freund, sondern bei Freunden auch. Ja, also bei meinem Bekanntenkreis. Ne? Im Bekanntenkreis sogar. Also ein weitläufiger Bekannter trifft dich, hat einen dicken Pickel auf der Nase und du bist ganz aus dem Häuschen und sagst, wow, lass ihn mich bitte ausdrücken. So? Ja, nee, so nicht. Also ich sag dann halt, ja, du hast da was, soll ich das wegmachen oder darf ich dir das wegmachen und nee, ist es eklig. Also ich mach dann halt so lange rum, bis ich auch wirklich darf. Ist bei den meisten Leuten ist es ein bisschen unangenehm. Eben. Wenn du mich treffen würdest und ich hätte einen Pickel auf der Stirn und du würdest sagen, lass ihn mich bitte ausdrücken, wäre mir das peinlich. Ja, wäre so, glaube ich, das wäre mir peinlich. Mhm. So, wie machst du es denn dann? Einfach so mit den Fingernägeln? Klassische Methode, oder? Ja, mit den Fingernägeln oder vielleicht auch mit einem Stückchen Tempo oder so. Also kommt drauf an, wie der Pickel ist. Ich wollte gerade sagen, Pickel ist nicht Pickel. Es gibt die kleinen, die niedlichen und es gibt die richtigen Oschis, ne? So richtig dicke, gelb, mit so einer dunklen Haut obendrauf. Und wir wissen alle, was sich in diesem Pickel befindet. Ja, Alter, ne? So, und dann drückst du das aus und dann? Dann bin ich zufrieden. Ja, was machst du damit? Ja, dann wische ich es mit einem Tempo weg und dann ist gut. Und dann muss ich das Ding auch nicht mehr angucken. Das ist nämlich auch so, also wenn jemand einen Pickel hat, dann lässt mich das einfach nicht los. Also ich muss das Teil wirklich so lange angucken und bis ich das wirklich ausdrücken darf. Ganz viele Zuhörer werden jetzt sagen, bah, das ist doch ekelhaft. Du sagst das nicht. Nee, das ist nicht eklig. Nein. Das ist ja... Macht dir das gar eine Lust? Wie ja, Lust. Irgendwie schon, irgendwie, also Spaß zumindest. Ja, Spaß macht's mir, klar. Ja. Aber jetzt sexuell. Nein. nein, so abseitig habe ich jetzt nicht gedacht, dass du eine Pickelfetischistin bist, dass sich das denn erregt und so. Nein, das habe ich nicht gedacht. Und es gibt ja auch diese Ekzeme, also, oder Abszesse, also diese großen, richtig großen Eiterbullen. Mhm. Und sowas würde ich echt unheimlich gerne mal aufschneiden. Ja, ich meine. Was machst du vom Beruf? Ich bin zurzeit arbeitslos. Hast du was gelernt? Nee, noch nicht. Ich habe den absoluten Tipp, was du lernen solltest. Kosmetikerin, ne? Ja, also entweder solltest du Kosmetikerin werden oder du sollst Arzthelferin werden in einer Hautarztpraxis. Oder, ich weiß nicht, ob du die Voraussetzung hast, du solltest Hautärztin werden. Nee, also zur Hautärztin reicht vielleicht nicht unbedingt. Gut, aber du könntest Kosmetikerin werden oder du könntest Arzthelferin werden. Ne? Aber ich weiß jetzt nicht, ob Kosmetikerin hier also ständig Pickel auf. Weiß ich auch nicht. Ich gehe selten zur Kosmetikerin, um nicht zu sagen, ich war noch nie bei einer Kosmetikerin. Aber bei einem Hautarzt wärst du natürlich grandios aufgehoben, ne?
Ja, denke ich auch, ne, weil die kümmern sich ja auch um diese Extreme und so. Die machen all die ekligen Sachen, die du schön findest. Aber das wird ja meistens auch anders behandelt, zum Beispiel mit Salben oder mit irgendwelchen Cremes. Ah ja, stimmt. Du solltest nicht Arzthelferin beim Hautarzt werden, weil du wolltest dann immer sofort schneiden und rausdrücken. Und die armen Patienten müssten es aushalten, obwohl eine kleine harmlose Salbe vielleicht viel besser helfen würde und könnte. Genau, ich meine, so ein Pickel, der tut ja auch nicht unbedingt immer weh. Also. Nee. Hast du selbst auch Pickel? Ja, ab und zu kriege ich mal Pickel, ja. So mit Esser, na gut, das haben alle Leute irgendwie. Aber auch schon mal so größere ja, genau, und dickere. Ja, genau, so richtige Pickel, so. Aber nicht so viele, also. Wann hast du denn angefangen damit, dass, oder wann hast du bemerkt, dass dir das Spaß macht? Ach, so mit 19, vor 3 Jahren. Komisch, ne? Warum? Einfach so aus heiterem Himmel? Ja, bei meinem Ex-Freund war das, also der hatte immer mal so Pickelchen auf dem Rücken. Und dann sollte ich die wegmachen und es hat mir Spaß gemacht. Hast du gemerkt, Mensch, das ist ja richtig super. Aber könnte man fast sagen, dass du eine zwanghafte Pickelentfernerin bist? Ja, also ich muss die Teile wirklich, ich weiß nicht, die lassen mich nicht los, bis sie weg sind. Also nehmen wir mal den schönen Fall, du liegst mit Adonis im Bett, mit einem tollen Typ. Und letztendlich hat er nichts anderes im Sinn, als dich zu verwöhnen, sexuell. Aber du hast auf seinem Arm, seiner Brust, auf seinem Schenkel, weiß ich wo, einen Pickel entdeckt. Dann könntest du nicht zum sexuellen Akt übertreten und übergehen, bevor du den Pickel nicht behandelt hast. Nee, das wird nicht gehen. Also der Pickel, der muss zuerst. Da haben wir's. Dann ist es also doch schon ernster als nur ein Spaß, das Ganze. Ja, ich frage mich auch, wo das herkommt. Das wollte ich ja eigentlich mit dir so besprechen, ob du mir eventuell sagen kannst, wo das herkommt. Wieso das so ist, dass ich die Teile wirklich so lange angucken muss, bis ich die wegmachen darf. Na, auf jeden Fall ist es, ganz im Ernst gesagt, so wie du es gerade geschildert hast, es ist schon was Zwanghaftes. Hm? Es ist wirklich was Zwanghaftes. Du kannst, wenn du in der Tat sagst, dass du, wenn du mit jemandem zusammen bist, das... Und der hat einen Pickel. In allererster Linie, die Gedanken sich darum drehen, diesen Pickel rauszudrücken und alles andere zweitrangig ist, dann ist das ein zwanghaftes Verhalten. Naja klar, aber es ist ja nicht, also für mich ist es nicht schlimm, also es ist jetzt... Aber vielleicht für den Mann, mit dem du im Bett liegst. Ja, also mein jetziger Freund, der lässt mich da auch machen. Überhaupt, wie reagieren denn so die Bekannten darauf? Ich kann schon ziemlich überzeugend sein. Ah, die denken, ah, das ist die Jacke Andrea mit den Pickeln und die lassen wir mal. Ja, und wenn nicht, dann versuche ich sie halt zu überzeugen. Ist also meinem Freund, den stört es eigentlich nicht, außer wenn wir jetzt in der Straßenbahn oder im Geschäft sind. Achso, du machst das auch du drückst das auch in aller Öffentlichkeit aus. Ja, das ist mir egal wo. Wenn ich einen Pickel sehe, dann muss der weg. Ja, also die Frage ist jetzt wirklich, die Frage ist immer bei solchen Sachen, wo verlässt man so den Bereich des Normalen, des vielleicht etwas Übernormalen und wann wird es zwanghaft, dann wird es krankhaft und so weiter. Und dann ist die Frage, woher kommt das, was ist es, woher rührt es? Ich habe so den Eindruck, wie du es jetzt geschildert hast, dass es das Normale überschreitet. Jetzt keine fremden Leute aus. Nein, schon nicht. Aber hast du denn den Eindruck, dass so in den letzten Zeiten das immer stärker wird, die Lust daran? Naja, stärker nicht. Ich gucke halt schon, ich suche halt schon nach Pickeln und so. Wenn ich jetzt, also ich kriege auch Lust darauf, wenn ich gerade keinen Menschen mit Pickeln sehen, dann suche ich halt überall, dann suche ich an mir oder... Das ist ja, das meine ich damit. An den Leuten, die gerade da sind. Ja. Das meine ich wirklich, das ist dann schon, das ist krass. Da ist schon, da hört es dann auf, irgendwie zu sagen, naja, es ist einfach irgendwie nur eine Marotte oder eine Angewohnheit. Es gibt ja viele Leute, die irgendwie sagen, ich drücke einen Pickel aus und es ist dann auch gut. Woher das genau rührt, das weiß ich natürlich nicht. Und das kann ich dir auch nicht in ein paar Minuten Gespräch sagen. Das ist dann wirklich komplizierter und tiefgründiger. Da würde ich gerne meine Psychologin ranlassen an dich. Wärst du damit einverstanden? Okay. Ja. Kurze Überlegung. Okay. Magdalena heißt meine Psychologin, Andrea. Okay. Du legst auf und Magdalena ruft dich an. Und dann, sie hat das Gespräch jetzt auch mitgehört und dann kann sie mal mit dir ausklamüsern, wie ernsthaft das ist. Okay. Okay? Okay. Alles Gute und viel Spaß. Danke. Bei was auch immer. Tschüss. Tschüss.
Ihr Lieben, hier ist Radio 1 Live mit der Telefon-Talkshow Domian. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 220 5050 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Freie Themennacht. Und hier ist Sandra und Sandra ist 22. Hallo Sandra. Hallo Domian, hier ist Sandra. Ja. Um was geht's bei dir, Sandra? Bei mir geht's darum, ich habe seit 2,5 Monaten einen neuen Job. Ja, was machst du? Ich bin Restaurantfachfrau. Und, Was ist eigentlich Restaurantfachfrau? Bist du Kellnerin oder was? Ja, schön umschrieben, ja. Ne? So, ich meine es ja gar nicht jetzt irgendwie entwertend, aber nee. Das ist so, ne? Also den guten, soliden Job der Kellnerin. Ganz genau. Mhm. Mhm. Ja, und bin halt seit 2,5 Monaten in einem neuen Restaurant tätig. Ja. Und habe halt auch einen neuen Arbeitgeber. Ja. Und ja, ungefähr vor 6 Wochen ungefähr hat das so angefangen, dass er meinte, er hätte sich in mich verliebt. Ach du lieber Gott. Hat er zu dir gesagt? Na, eigentlich hat er versucht, mich zu küssen. Ach du lieber Himmel. Und ich war, ja, ganz perplex. Ich habe den Kopf weggezogen und, und er ist verheiratet. Wie alt? Der ist 42, ich bin 22. Ja. Und ich bin auch eigentlich in einer festen Bindung. Und du hast überhaupt keinen Bock auf den? Ja, sagen wir mal so, ich bin nicht komplett abgeneigt. Das ist wahrscheinlich mein Problem. Mhm. Wärst du auch vielleicht ein bisschen der Sache zugeneigt, wenn er ein ganz Fremder wäre und er nicht dein Chef wäre? Ich denke mal, die Tatsache, dass er mein Chef ist, stört mich gar nicht so groß, sondern... Nee, aber vielleicht zieht die dich noch ein bisschen an, nach dem Motto, dann habe ich vielleicht einen engen Draht zum Chef oder sowas. Kann das sein, dass er so ein bisschen im Unterbewusstsein mitschwingt? Ich weiß nicht. Also ich merke das schon, dass ich Sachen darf, die anderen Angestellten nicht so dürfen oder dass andere Sachen toleriert werden. Mhm. Das ist ja verlockend unter Umständen, dass man dann vom Chef halt bevorzugt behandelt wird. Ja, oder eher mal ein Lob bekommt als die anderen. So, genau. Mhm. Mhm. Denke ich auch. Aber das Problem an der Sache ist irgendwie, dass ich halt in meiner Beziehung eigentlich ganz glücklich bin. Mhm. Dass ich halt irgendwie nur das Verlangen nach was Fremden spüre. Ich finde den Mann interessant, ich finde ihn charmant mir gegenüber. Findest du ihn sexy auch? So weit würde ich nicht gehen, glaube ich. Dafür ist er wahrscheinlich schon zu alt für mich. Ja. Also ist es eigentlich kein Thema, ne? Nee, das Problem ist, er lässt nicht locker. Ja, das wollte ich jetzt fragen. Vor 6 Wochen fing es an. Du hast dich weggedreht, als er dich küssen wollte. Ja. Er wollte dich küssen, das ist ja auch schon wieder verrückt. In welcher Situation? In der Küche oder wo? Nee, also er ist unser Koch. Also Chefkoch. Ja. Und ich habe abends den Schlussdienst gehabt, wir waren halt alleine im Restaurant. Ja. Und ich war den Tag nicht so gut drauf, weil ich mich mit einem Freund ein bisschen in den Haaren hatte. Mhm. Und das hat er auch gemerkt, weil ich bin eigentlich so ein Mensch, der immer gut drauf ist. Mhm. Hat er auch sofort gemerkt. Und hat mich dann halt gefragt, was denn los wäre. Und eigentlich habe ich gedacht, ich kann wohl mit ihm reden, weil er ist so gar nicht der Cheftyp, ne? Mhm. Ich habe ihm dann halt auch erzählt, was los ist. Und er hat dann so auf mich eingeredet, mich versucht zu trösten und so weiter und so fort. Ja, und ich habe ihn dann nur irgendwie angeguckt und in dem Moment hat er es halt genutzt und mich geküsst. Ich bin dann aber sofort einen Schritt zurück und... Gab es schon eine Lippen-Lippen-Berührung? Ja. Ja, gab es schon. Mhm. Mhm. So, das war vor 6 Wochen. Wie ist die Situation heute oder wie hat sie sich entwickelt bis heute? Also nach diesem Kuss war ungefähr eine Woche dieses Verhältnis zwischen Angestellten und Chef ganz normal. Mhm. Und dann ging es immer weiter, dass er halt mir Komplimente machte oder mich zufällig berührte. Und wenn ich im Keller war, den Wein kontrolliert habe, ob alles da ist, was geliefert wurde, dass er dann kam und sich über mich beugte. Solche Situationen halt. Als ich ihm auch gesagt habe, dass ich das nicht möchte. Mhm. Und hast du gesagt? Habe ich ihm gesagt, ja. Und was hat er geantwortet? Ja, dass er das so schade findet, weil er sehr viel für mich empfindet. Und dass er mich halt nicht nur ins Bett kriegen wollte, sondern halt auch wirklich alles für mich aufgeben würde, wenn er mich bekommen könnte. Ah. Also als Partnerin an seiner Seite und so weiter. Das hat er dir gesagt schon? Ja. Das war alles Unsinn. Das war alles gequirlter Mist. Wie kann man denn, was ist denn das für eine Masche? Der kennt dich noch überhaupt nicht. Da ist noch überhaupt gar nichts gelaufen. Und das ist ein verheirateter Mann. Hat er Kinder? Nein. Nein, aber er ist verheiratet. Ja. So, und er sagt da schon ganz am Anfang, er würde alles für dich aufgeben und er empfindet viel. Ist doch billig, ist das doch. Ja, ich bin aber jetzt irgendwo in einem Zwiespalt, weil ich habe also noch bis Ende des Monats meine Probezeit vor mir.
So, Sandra. Probezeit hin, Probezeit her. Ich finde ganz entscheidend, du bist ausgelernt, ne? Du bist ja nicht jetzt in der Lehre. Ich bin ausgelernt, da fest angestellt. Gut, der Job ist für dich wichtig, es ist ein gutes Restaurant. Das ist ein gutes Restaurant, das ist gutes Geld. Gutes Geld, ja, verstehe ich. Alles ganz wichtig. Aber das Wichtigste ist, dass du deinen Stolz behältst und dass du erhobenen Hauptes arbeitest und lebst. Ja, das Problem ist, ich komme gar nicht mehr zur Arbeit, weil er mich ständig ablenkt. Ich merke selber schon, dass ich meine Arbeit vernachlässige, weil ich immer wieder mehr darauf eingehe. So, das heißt, irgendwie setzt er dich auch ganz schön unter Druck. Ich finde das Verhalten von dem absolut mies. Du bist abhängig von dem, das weiß der. Du bist besonders abhängig im Moment von dem, weil du noch in der Probezeit bist. Das heißt, der Kerl nutzt dich wirklich nach Strich und Faden aus und erzählt dir auch noch so einen Quatsch, er würde alles für dich aufgeben und was weiß ich. Das sagt man jemandem, wenn man schon eine Weile mit jemandem zusammen ist, wenn sich eine Liebe vertieft hat, dann kann man sagen, pass mal auf, ich bin bereit, alles für dich aufzugeben. Aber in der jetzigen Situation nicht. Das ist plumper Kitsch, was er da abzieht mit dir. Ich finde, du musst mit dem Klartext sprechen. Ja, jetzt. Das habe ich schon versucht. Der ruft mich morgens an. Ich habe wenn ich Spätschicht habe, der ruft mich morgens an, um mir guten Morgen zu sagen, weil er genau weiß, dass mein Partner arbeiten ist. Und was sagst du dann? Auch guten Morgen? Ja. Ja, aber du hast wahrscheinlich noch nicht ihm klipp und klar gesagt, passen Sie mal auf, ich arbeite sehr gerne bei Ihnen, ich schätze Sie auch, finde Sie sehr nett, aber ich möchte mit Ihnen kein Verhältnis haben. Das habe ich ihm schon gesagt. So klar? So klar, und irgendwie kommt er immer wieder an und ich glaube, letzte Woche war das, da habe ich abends die Abrechnung gemacht und war halt im Büro und dann kam er von hinten und fasste mir das T-Shirt und dass ich dann auch sagte, oh Gott, was passiert hier eigentlich, ne? Weißt du, wenn das so heftig ist, da musst also ich würde es nicht als sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ansehen. Das ist ein Schritt zu weit, finde ich. Ja, okay, da wollte ich jetzt auch nicht drauf hinaus. Ich wollte darauf hinaus, wenn das jetzt so heftig ist und so bedrängend, also zumindest mental, psychisch bedrängend, körperlich auch ein bisschen, dann musst du dem sagen, wenn das nicht aufhört, wirst du gehen. Ja, das habe ich ihm heute noch gesagt, weil er heute schon wieder anfängt. Das hast du heute gesagt sogar? Das habe ich ihm heute noch gesagt. Ja, und da? Ja, also es gefällt ihm nicht, er ist dann wie niedergeschlagen und ist traurig, sagt, dass ich ihn verletze, weil er ja mich ja liebt, wie er sagt. Ja, er macht mir Geschenke, die ich eigentlich gar nicht möchte und ja. Also ich fasse nochmal zusammen oder gehe nochmal ganz nach vorne. Ich gehe davon aus, dass du diesen Mann, dass du vielleicht fühlst du dich jetzt geschmeichelt oder du findest den auch durchaus interessant. Ja. Aber es ist nicht ein Typ, wo du jetzt wenn du den in der Disco oder irgendwo kennenlernen würdest, würdest du sagen, wow, in den verliebe ich mich jetzt. Nee, also ich habe absolut null Gefühle für den Mann. Ich finde ihn interessant. Ja. Ich finde es spannend, dass vom Alter her so ein älterer Herr, also im Gegensatz zu meinem Alter ist er schon etwas älter, mich so interessant findet und... Ja, das ist schmeichelhaft. So, aber du hast null Gefühle im Sinne von Verliebtheit, Erotik und so weiter für den. Ne? Im weitesten Sinne vielleicht Erotik, aber Verliebtheit nicht. Ja. Weil ich weiß, dass ich meinen Partner liebe. Ja, so. Dann gibt's also gar keine Diskussion. Dann guckst du dir das Ganze noch jetzt ein bisschen an. Ich würde nochmal mit dem reden, aber wirklich in aller Ernsthaftigkeit, dass der auch kapiert mit dem, vielleicht denkt er auch, mit dem Mäuschen kann man das machen. Ja. Ne, vielleicht. Er hört mir zu, er legt mir dann die Hand aufs Knie und... Nein, dann musst du sagen, nee. An, ne? Was? Ich kann ihm das ruhig sagen, dass er das bitte lassen soll und dass ich daran kein Interesse habe. Dass die Sache für mich geklärt ist in dem Sinne, dass er mein Arbeitgeber ist und nicht seine Angestellte, dann legt er seine Hand auf mein Knie, streichelt mein Knie und sagt, ja, es wäre doch aber so schön und du weißt gar nicht, was dir entgeht und so weiter und so fort. Er kriegt das eigentlich jemand anders mit in dem Restaurant? Nee. Dann macht er das aber sehr geschickt. Ja. Also das Problem ist, er schickt die Leute nach Hause, wie es ihm gerade passt, von wegen... Ja, über kurz oder lang wird das sowieso durchsickern, also in einem kleinen Betrieb... kann man sowas nicht verheimlichen. Nein, du musst klare Grenzen aufziehen. Und wenn er sie partout nicht respektiert, dann musst du in den sauren Apfel beißen, wenn es auch ein toller Job ist, dann musst du gehen. Klare Sache. Ja. Weil sonst wirst du verrückt da. Und dann kann es irgendwann auch umschlagen, dass der einfach Wut auf dich hat und dann wiederum seine schlechte Laune an dir auslässt, weil er verletzt ist, weil er beleidigt ist oder weiß ich was. Gekränkte Eitelkeit. So, ja. Also wenn das hier schon so viele Wochen geht und der das nicht akzeptiert, was du sagst, ist das ja schon infam, ist das ja schon sehr krass, sein Verhalten, finde ich.
Das heißt, der hat keinen Respekt vor dir. Ja, bloß ich habe meinem Freund auch davon erzählt, weil ich irgendwie nicht wusste, wohin mit dem Ganzen. Mhm. Hab mit ihm darüber gesprochen und er meint, ja, also der sieht das alles so ein bisschen lächerlich. Er findet meinen Chef zum Lachen in dem Sinne, weil er eben schon doppelt so alt ist wie ich und sich in seine Angestellte verliebt. Oder zumindest sagt, dass er sich in sie verliebt. Ich habe meinem Freund auch erzählt, dass er versucht hat, mich zu küssen und so weiter. Ja, das findet dein Freund dann immer noch zum Lachen? Nee, das fand er nicht zum Lachen. Mhm. Er hat mich wohl dann ziemlich entsetzt angeguckt und meinte, ob ich darauf eingegangen wäre. Und habe ich gesagt, nein, natürlich nicht. Und meinte, ich brauche mir keine Sorgen machen. Ich weiß, dass ich dir vertrauen kann. Ja. Was rät dein Freund dir denn? Ja, das Problem ist, er geht darauf nicht ein, auf die Situation. Er sagt mir nur, er weiß, dass er mir vertrauen kann. Mhm. Ja gut, ich weiß damit nicht wirklich umzugehen. Nee, klar, das ist natürlich schön, dass er dir vertraut, aber dadurch ist dir auch noch nicht geholfen, ne? Das ist ja schön, dass er das zumindest sagt. Nein, Sandra, da musst, wenn das jetzt nicht ganz schnell aufhört, richtig aufhört und das ein ganz normales Verhältnis Arbeitgeber-Arbeitnehmer wird, musst du da raus. Mhm. Ich weiß, das ist natürlich in den heutigen Zeiten, wo man froh ist, einen guten Job zu kriegen, ist das schlimm, das so zu sagen. Aber um noch Schlimmeres zu vermeiden, musst du das machen. Ja, ich meine, selbst wenn ich ihn interessant finden würde, ich wollte meine Beziehung und seine Ehe ja auch nicht in Gefahr bringen. So. Und seine Frau arbeitet auch gegebenenfalls manchmal bei uns im Betrieb mit. Ja, stell dir mal vor, was da für Eskalationen entstehen könnten. Also mit Mord und Totschlag herrschen, glaube ich. Ja. Also mein Standpunkt ist klar. Mhm. Nochmal Grenze aufzeigen, wenn er es dann definitiv nicht akzeptiert, kündigen. Mhm. Ja? Ja. Sagen wir alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Großes Lob noch in eure Show. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, Telefonnummer, wenn ihr mich hier live erreichen wollt, im Studio bei 1Live in Köln, dann ruft an oder mailt unter domian@wdr.de. An dieser Stelle ein Hinweis, dass wir heute nicht im Fernsehen sind. Da gibt es nämlich den Rockpalast. Und wir haben diese Woche, also das heißt morgen, das heißt genau gesagt sogar heute am Samstag, keinen Promi-Talk. Dafür aber nächste Woche Samstag. Nächste Woche Samstag ist Michael Holm bei mir. Michael Holm ist eine Ikone des deutschen Schlagers, ein Superstar des deutschen Schlagers gewesen, früher. Heute ein weltweit hoch erfolgreicher Musikproduzent. Auch in Deutschland, Gildo Horn zum Beispiel, produziert er und hat ein irre erfolgreiches Projekt in Amerika, ein elektronisches Musikprojekt, für das er schon viermal, habe ich heute erfahren, viermal für den Grammy nominiert worden ist. Also ein ganz interessanter Mann. Viele kennen vielleicht den einen oder anderen Song aus irgendwelchen Schlagerfäden, Schlagerpartys. Mendocino hat er gesungen. Ich erinnere mich daran, da war ich ein kleiner Kerl und saß vor der ZDF-Hitparade und fand es super. Oder Barfuß im Regen. Oder Lucie, glaube ich, gab es auch mal einen sehr großen Hit von ihm. Also wenn ihr das hört, werdet ihr sagen, ah, der ist das. Der ist nächste Woche Samstag mein Promi-Gast, Samstagabend im WDR Fernsehen. So, jetzt machen wir aber hier weiter mit Daniel. Und Daniel ist 22. Hallo Daniel. Hallo Domian. Ja, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um meinen Job, den ich mache und diese persönlichen Angriffe von Fremden. Was machst du denn für einen Job? Ich bin Kraftfahrer und fahre Viehtransport. Viehtransport? Ja. Ah, das sind die Sachen, die man im Fernsehen immer sieht, wo die armen Tiere so gequält werden. Genau, wo immer nur das Negative berichtet wird. Genau. Nicht mal das Positive. Was für Vieh fährst du? Welche Tierarten? Schweine und Rinder. Ja. Das Übliche für Deutschland. Von wo nach wo? Also im Moment bin ich noch im Nahverkehr unterwegs, das heißt von meinem Heimatort Dortmund, ja, umliegenden Bereich halt 150 Kilometer weit. Ach so, das geht ja. Man sieht im Fernsehen immer diese schrecklichen Tiertransporte, die durch ganz Europa gehen, ja, wo die Tiere nichts zu trinken haben, nichts zu fressen haben und jämmerlich da in ihren engen Ecken da sitzen und wirklich leiden. Ja gut, aber das sind, wie gesagt, aber die Transporte, wo wieder nur das gezeigt wird, was die Menschheit sehen will. Man will im Fernsehen nur Blut sehen, man will im Fernsehen nur, ich habe das letztens erlebt, da war ein Fernsehteam bei uns am Schlachthof, wo wir hinliefern, das größte Schlachthof von Deutschland ist das, und dann wird natürlich nur da die Kamera reingehalten, gerade wo gerade die Viecher sich am Beißen sind. Mhm. Hast du natürlich recht, ja. Hast du recht.
das ist Fasten. Du wirst wegen deines Jobs als Viehtransportfahrer angefeindet? Ja, sicher, klar. Von wem? Von, sagen wir mal, einfach Leuten. Wenn wir als Kraftfahrer müssen wir auch unsere Pausenzeiten einhalten, wenn wir irgendwo mal auf dem Rastplatz fahren, mit Ladung drauf, dann wird man gleich halt von diversen Personen angegriffen, ne? Das von irgendwelchen Passanten, die da einfach gerade hergehen und wird da aufs Übelste beschimpft. Was sagen die Passanten denn? Ja, man wird als Tierquäler angeschimpft oder als Tierquäler, Tiermisshandler und weiß Gott, ne? Manche kommen dann sogar an und sagen, pass mal auf, sieh zu, dass hier wegkommst, ne? Tu, dass dann da reinkommst mit den Viechern, wo die hingehören, lass sie da nicht so lange drauf und bla bla bla, ne? Schon Wahnsinn, ne? Das ist insofern Wahnsinn, weil wenn die Leute sich aufregen, manchmal ist es ja auch begründet, dann sollte sich der Zorn nicht gegen die Fahrer richten, sondern gegen die Firmen und Konzerne, die dahinter stecken. Ja, richtig, aber ich meine, irgendwo will jeder sein Mittagessen haben, ne? Gut, aber wir sind uns ja auch einig, dass die Tiere auch artgerecht und ordentlich behandelt werden müssen. Ja, richtig. Wir transportieren, also ich denke mal, ich weiß das jetzt vom Großteil meiner Kollegen, unsere Firma fahren mit Fahrzeugen. Und da ist das zum Beispiel so, unser Schlüssel legt da sehr viel Wert drauf, dass die Tiere artgerecht transportiert werden, dass wir uns an die Tierschutzverordnung halten und. Ja. Was heißt denn zum Beispiel, wenn du jetzt einen Schweinetransport hast? Was heißt artgerecht transportieren? Art und tiergerecht ist halt, pro Schwein müssen halt 0,5 Quadrat, also ein halber Quadratmeter muss für ein Schwein da sein. Ja, dem braucht das Vieh, um sich zu bewegen, und den Raum geben wir halt auch. Ja. Das heißt, wenn ich eine Ladefläche habe von 10 Quadratmetern, habe ich da auch nur meine 20 Schweine drauf, und das war's dann. Dein Radius 100 Kilometer ist ja nun nicht so weit. Da kann man ja in einem durchfahren wahrscheinlich. Oder musst du da auch eine Ruhepause einlegen schon? Ja, weil ich ja mehrere Touren hintereinander ziehe. Ne? Das ist, wenn ich 3-4 Touren mache, muss ich auch mal meine Pause machen, gerade wenn ich die Tiere drauf habe. Ja gut, aber du fährst ja, wie weit fährst du maximal mit einem Tier, mit einem Transport? Mit einem Tier liege ich maximal bei, das Größte, was ich jetzt hatte, war 300 Kilometer. Ach doch. Das heißt der größte Transport, aber ich meine, das wird sich demnächst auch ändern, weil ich demnächst mit in den innerdeutschen Fernverkehr mit reinrutsche. Das heißt, dann fahre ich auch von Dortmund Richtung Bayern oder, ne? Wie ist das denn die Verordnung? Nach wie viel Kilometer muss eine Ruhepause eingelegt werden? Also, das geht nicht nach Kilometer, das geht ja nach Zeit. Ich muss ja als Kraftfahrer alle 4 Stunden mindestens 45 Minuten Pause haben. Ja. Oder halt alle 2 Stunden, Viertelstunde oder so. Muss ich mir das halt aufteilen, dass ich in 4 Stunden meine 45 Minuten Pause habe. Kriegen die Tiere Wasser? Getränkt. Haben die auch Getränke, Wasser in dem Transporter? Die Tränken sind auf den Transportern, sind direkt mit damals, oder bei den neuen Fahrzeugen werden die direkt mit eingebaut. Achso, das heißt, die können während der Fahrt auch saufen? Die können während der Fahrt saufen, genau. Das ist das ja, was viele Leute nicht sehen. Ja. Ja, das ist halt so. Der EU-Transporter sieht halt so aus, dass er Lüftung hat, dass er Wasser hat und dass er immer Wasser da zu sein hat. Ne? Und das ist bei unseren Fahrzeugen ist es so, und bei den größten Teilen der deutschen Fahrzeuge, die in Deutschland laufen, das sind solche Fahrzeuge. Ja? Und da verstehe ich nicht, dass die Leute da so ein Theater machen. Ja? Und wir im Grunde können da gar nichts für, wir Fahrer. Weil wir machen einfach nur unseren Job. Ne? Aber weißt du, vielleicht auch Daniel, weil das damals, es ist ja auch schon länger her, dass das so ganz groß durch die Presse ging, das weiß ich, das ist zehn Jahre oder so her, vielleicht, weil das damals so ein großes Thema war, hat sich aber auch so viel zum Guten verändert in Deutschland, in der Europäischen Union. Ne? Das kann ja gut sein, weil das damals aufgedeckt wurde. Natürlich leidet ihr heute immer noch drunter unter dem Image, das sind Tierquäler. Ja, aber das Problem ist, wie gesagt, jetzt zunächst kommen da wieder Riesenskandale, werden da ja aufgedeckt mit diesen Fremdarbeitsfirmen auf Schlachthöfen. Und gleich im Gegenzug wird dann natürlich auch gleich vorne bei der Schlange geguckt, da stehen Viehtransporte, ach guck mal da können wir doch mal schnell mit der Kamera dran ankommen. Ja. Aber du hast diese Bilder ja wahrscheinlich auch schon im Fernsehen gesehen. Die sind dann ja nicht gestellt. Es gibt es ja schon immer wieder sowas. Das ist richtig. Ich sage ja auch nicht, dass alle artgerecht transportieren. Also du meinst auch schwarze Schafe gibt es nach wie vor auch in eurer Branche? Sicher, ganz klar. Das ist ja überall, oder nicht? Also man hat überall welche, die sich dran halten und viele, die sich nicht dran halten. Von wo nach wo? Also ich meine jetzt nicht von den Orten her, sondern warum werden die transportiert? Werden die transportiert
jetzt beispielsweise vom Bauernhof zum Schlachthof oder wie ist das? Ja, normalerweise schon klar, vom Bauer aufgeladen, dann direkten Weges ab zum Schlachthof, ne? Ah ja, mhm. Also der Weg, den die dann machen, auch ihr letzten. Ich meine, da sind immer so viele Lebewesen bei dir im LKW. Ja. Mhm. Gut, die wechseln ständig, aber das ist ja was anderes, als wenn du jetzt irgendwie, weiß ich jetzt, Stahlrohre transportieren würdest oder irgendwelche toten Gegenstände. Ja. Empfindest du das auch so, dass das lebende, empfindende Wesen sind? Oder ist es ja mittlerweile so routiniert, dass du gar nicht drüber nachdenkst? Ich sag mal so, am Anfang hat man sich seine Gedanken gemacht, klar. Die Tiere haben einen angeguckt und ich meine, gucken so einen in die Augen, der guckt wie ein Mensch. Also das das sagt einem jeder, der irgendwie sich die Viecher mal richtig anguckt. Ja. Am Anfang ist das schwer, sein, weil man sich darauf einstellen muss, irgendwo verladen. Das versucht man das immer erst mit Ruhe rund und unten. Ich meine, heute sieht man das ein bisschen anders. Da muss man halt seine Zeit noch einhalten. Da muss man halt mal ein bisschen grober rangehen, sag ich mal. Das macht man am Anfang nicht. Was heißt grober? Kriegen die einen Klaps auf den Po oder was? Da muss man halt mal ein bisschen schieben von hinten, ne? Damit die Klappe hochgehen oder so. Mhm. Das sind ganz klare Sachen. Die laufen halt nicht von alleine da hoch. Mhm. Ja. Also, wie macht ihr das mit einem Stock oder wie? Ich habe ein Treibbrett. Mit einem Treibbrett treiben wir die hoch. Also was heißt Treibbrett? Brett? Kriegen die dann hinten auf die Schenkel das Brett oder nein, wie? Nein, das ist so ein Brett, damit stelle ich mich dahinter und drücke die halt immer weiter in Richtung Eingang. Ach so, du drückst, das ist ein großes Brett und du drückst von hinten an den Po die Schweine, das Brett ran und dann gehen die eher voran. Ja, genau. Ach so, ja, Schweine sind ja sehr intelligente Tiere, ne? Und du sagst auch, die gucken wie ein Mensch, wenn die einen angucken. Ja, richtig. Mhm. Hast du mal Mitleid mit denen? Also im Anfang, wie gesagt, ja, heute jetzt nicht mehr. Ne. Ich meine, jetzt es geht halt in der Routine, du weißt, ganz klar. Irgendwann ist das wie, sag mal, ein Brett, was man auflädt. Ne. Außer, dass man mit einem Brett, das kann man einfach in die Ecke schmeißen, was man mit einem Lebewesen halt nicht machen kann. Ne. Das ist eine ganz klare Sache. Aber ich hoffe, dass du das mit dem Brett so machst, dass du den Tieren nicht wehtust. Ja, nicht mehr als wie nötig, ne. Sagen wir es mal so. Ich meine, wenn da Tiere sind, die gar nicht hochgehen, da muss man halt auch mal ein bisschen grober rennen, muss man auch vielleicht mal einen Klaps hinten draufhauen mit der Hand oder halt, ne? Dann wird mit der flachen Hand halt auch mal einer gegeben, damit die sich bewegen, ne? Damit die sich für einen kurzen Moment erschrecken und dann einen Satz nach vorne machen, ne? Spürst du so die Panik von den Tieren, die Angst? Ich sag mal so am Schlachthof. Wenn die merken oder wenn die sehen, es geht so jetzt wird kurz Ende, die sehen ja auch was los ist. Mhm. Ne? Man jagt die raus, man jagt die in die Treibgänge rein, sag ich mal, am Schlachthof. Und dann sieht man doch schon, wie die Tiere reagieren. Ne? Mhm. Das ist schon erstaunlich, dass die Tiere das merken. Und das geht einem dann ja schon irgendwie ans Herz, ne? Also ja, gut. Im Anfang, wie gesagt, also im Anfang ist das schwer. Ne? Mhm. Ja, ich meine, auch wenn man das dann im Schlachthof da so sieht. Vielleicht riechen die das auch. Oder irgendwie merken sie es, dass da der Tod auf sie wartet. Ja, sie merken es irgendwie, aber wie sie es merken. Würde ich gerne mal fragen, wenn du auf dem Rastplatz dann so angepöbelt wirst von Leuten, lässt du dich da auf eine Diskussion, auf einen Streit an oder ziehst du dich zurück? Also ich sag mal so, wenn jemand versucht, mit mir vernünftig zu reden, diskutiere ich auch gerne mit dem darüber. Mhm. Ist ja gar kein Problem. Wenn jemand anfängt, mich da anzuschimpfen und mich anfängt anzupöbeln, da ziehe ich mich dann zurück, setze mich auf mein Auto und... Aber du hast ja, wie du es jetzt mir erzählt hast, eigentlich ein ganz reines Gewissen, ne? Eigentlich schon, ja. Dann könntest du ja, wenn das jemand ist, mit dem man einigermaßen reden kann. Gut, es gibt Leute, mit denen kann man wirklich nicht reden, da hast du recht. Ja, dann könntest du ja sagen, passen Sie auf, ich mache hier hinten auf, gucken Sie sich das an. Wir fügen den Tieren keinen Schaden zu. So sind die EU-Richtlinien und da halten wir uns auch an. Ja, richtig, das kann ich tun. Habe ich auch kein Problem mit, wenn jemand vernünftig mit mir redet. Ja. Wenn ich darauf vernünftig anspricht, mache ich das. Habe ich da gar kein Problem. So, das Absurde ist ja, dass viele Leute dann auch ihren Mund sehr weit aufreißen, aber dann das billige Fleischangebot beim Aldi, dann da greifen sie zu, ne? Ja, und nicht darüber nachdenken, woher dieses billige Fleisch vielleicht auch gekommen ist, ne? Und dann gehen nicht zum Bioladen, wo es dann viel teurer ist, wo eben solche Transporte nicht stattfinden, wo es noch alles ganz anders verläuft. Ja, aber anders drauf ist. Wir transportieren auch Biolandschweine. Also, ach, das macht ihr auch. Ja, da läuft auch nichts anders als über einen normalen Schwein. Ah ja.
Also stimmt, weil die werden ja auch nicht auf dem Bauernhof geschlachtet, sondern die werden ja auch in einer Schlachterei geschlachtet. Gibt es eigentlich extra für Bioschweine Schlachtereien oder werden die in den normalen Schlachtereien geschlachtet? Da gibt es zum Teil kleine Landmetzger oder kleine Schlachtereien, wo sich diese Biolandmetzger zusammengepackt haben. Ach so, und aber im Grunde ist das derselbe Schlachter wie der für die anderen. Mhm. Ja, das heißt, der Transport ist auch derselbe. Du transportierst glückliche Schweine und normale Schweine. Und Schweine. Und Schweine. Ja, also das finde ich schon ganz aufschlussreich, auch mal mit so jemandem zu sprechen, der das tagtäglich macht, so wie du. Ja. Ich glaube auch, dass das natürlich völlig zu Unrecht dir da irgendwas ans Gesicht geschleudert wird. Weil selbst wenn das nicht in Ordnung wäre, du bist nicht schuld. Hauptsächlich sind dann die dicken Bosse schuld, die dahinter stecken. Ja. Aber du, wie gesagt, du hast das ja jetzt auch erklärt, dass du das auch alles sehr ordentlich machst und dich auch nicht zu schämen brauchst für deine Arbeit. Nee, brauche ich nicht. Also ich sag ganz offen und ehrlich, bei uns in der Firma, da steht unser Chef auch voll hinter, dass wir uns an die Tierschutzrichtlinien halten. Ja. Und dann tun wir das auch. Ne? Ja. Ich meine, und der Großteil der Fahrer, die ich kenne, ja auch von anderen Firmen am Schlachthof, haben wir mal Zeit, sich auch mal zu unterhalten mit anderen. Also die meisten, und man sieht auch, was da los ist, die meisten Transporte sind tierschutzgerecht. Mhm, ja. Das finde ich schlimmer, wenn aus Holland oder aus Polen diese Wasser hier nach Deutschland einrollen mit Schweinen aus Holland oder Polen, weil die vollgestopft sind bis oben hin. Also da ist das nicht mehr artgerecht. Das sehen dann die Leute und das wird dann auch gefilmt und schon ist der Ruf wieder ruiniert. Ja. Ich wünsche dir allzeit gute Fahrt, Daniel. Jo, danke. Und geh nett mit den Schweinen um. Alles klar. Okay, alles Gute. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, wenn ihr mich erreichen wollt, dann müsst ihr diese Nummer wählen. Und gewählt hat diese Nummer auch die Dorothee. Und Dorothee ist 22 Jahre alt. Hallo Dorothee. Hallo Domian. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Um was geht's bei dir? Also ich glaube, dass ich in meinen besten Freund verliebt bin. Und das ist insofern ziemlich tragisch, weil wir uns schon seit 12 Jahren kennen und seit 6 Jahren sehr gute Freunde sind. Und also das passt mir überhaupt nicht. Kann man sich denn in jemanden verlieben, den man so lange kennt? Ja, das frage ich mich auch. Also warum das jetzt so plötzlich ist und dann überlege ich auch, ob das nicht schon die ganzen letzten Jahre so latent ist. Ach so, und du hast es nur verdrängt. Ja, vielleicht. Schon. Lass uns erstmal so die Grundfakten abfragen. Du bist in keiner Beziehung. Nein, aber bis vor kurzem war ich in einer Beziehung. Warum ist sie zu Ende gegangen? Also das hatte jetzt nicht primär nichts was mit damit zu tun. Okay, also du bist aber jetzt im Moment solo. Ja, genau. Der beste Freund ist wie alt? So alt wie ich, 23. 23. Und der hat auch keine Freundin im Moment? Der hatte auch noch nie eine Freundin. Also noch nie eine Freundin? Nee. Wie kommt das denn? Das weiß ich nicht. Wie, ist es dein bester Freund und du weißt es nicht? Da redet man doch endlos drüber. Aber also ich verstehe es nicht, weil das habe ich ihm auch immer gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass Leute ihn attraktiv finden. Ja. Er ist ein Engel von Mensch, er ist charmant und er geht überaus korrekt mit Frauen um. Deswegen. Also auch noch nie Sex gehabt? Nee. Ach, hat er keinen Bock drauf? Doch schon. Also er leidet auch darunter. Also er hätte sehr gerne Freundin. Ist er denn? Bist du sicher, dass er heterosexuell ist? Ja. Ganz sicher? Ja, also darüber haben wir auch schon, ich weiß nicht, also wenn er mir sagt, er ist nicht schwul, weil ich ihn danach mal gefragt habe. Ja, heißt noch nichts. Heißt noch nichts. Ja. Sowas sagt man selbst dem besten Freund der besten Freundin nicht so ganz gerne, wenn man da unsicher ist. Aber ich will dich jetzt gar nicht auf die falsche Fährte bringen. Man muss ja also über alles so nachdenken. Ja, genau. Mhm. So, seit wann genau merkst du's? Du sagst, seit 6 Monaten ist es sehr eng, sagst du. Heißt das, dass seit 6 Monaten du dieses Gefühl hast? Ja, schon. Also das Problem ist, also seit ungefähr seit fünf Jahren sehen wir uns nicht mehr so häufig, weil dann seitdem wohnen wir nicht mehr in derselben Stadt. Mhm. Und dann besuchen wir uns immer an den Wochenenden und das ist schon so eine spezielle Spannung. Also ich meine, wir sind keine Teenies mehr und trotzdem prügeln wir uns noch und machen Kissenschlachten und so. Und ich bin mir nicht sicher, dass wir das nicht einfach oder dass ich das nicht wegen der körperlichen Nähe dabei mache. Mhm, und jetzt, seit einem halben Jahr denke ich halt fast nur noch an ihn. Also im Moment ist es so, dass ich gar nicht mehr meinen normalen Tag leben kann, weil ich nur noch an ihn denke. Mhm. Weiß er das? Nee. Ist es denn außer Kissenschlacht schon mal zu näheren Körperlichkeiten gekommen?
Nein, außer Umarmung. Was man so macht, wenn man sehr eng miteinander befreundet ist. Genau, also, mhm. wir haben auch schon also im Bett quasi ganz dicht nebeneinander gelegen, mhm. aber also nichts Sexuelles. Nichts null Sexuelles, einfach nur was innig Freundschaftliches. Genau, was wir auch irgendwie mal, also wir hatten, das war auch so ein bisschen dumm, aber wir hatten mal einander versprochen, uns niemals ineinander zu verlieben, um eben unsere Freundschaft nicht zu gefährden. Mhm. Und deswegen haben wir auch beide so drauf Wert gelegt, dass da nichts irgendwie passiert. Mhm. Man kann sich aber nicht versprechen, sich nicht ineinander zu verlieben. Ja, ich weiß. Ich glaube, das geht nicht. Wenn man sich verliebt, dann keine Macht der Welt, glaube ich, kann das unterbinden. Wenn es denn wirklich passiert. Ja. Das Problem ist auch, ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern das jetzt nicht bloß eine Reaktion darauf ist, dass ich mit meinem Freund Schluss gemacht habe. Ob ich jetzt nicht denke, oh mein Gott, da ist ja dieser andere Mann in meinem Leben, der mir sehr wichtig ist, soll ich den jetzt nicht nehmen? Eigentlich glaube ich das nicht, aber... Aber du bist sehr reflektiert und hinterfragst dich in jeder Richtung, ne? Ja. Mhm. So auch die Frage, vielleicht ist das schon sehr lange so, ich habe es nur unterdrückt. Ja, genau. Und habe es kompensiert, indem ich mir eingeredet habe, es ist mein allerbester Freund. Ja, genau. Mhm. Jetzt mal so ganz ehrlich, wenn du dich selbst befriedigst, das tust du, davon gehe ich aus? Ja. Ja, denkst du an ihn? Ja, manchmal. Manchmal. Früher auch schon mal? Komm, ganz ehrlich jetzt. Oder jetzt erst in neuester Zeit? Erst in neuester Zeit. Erst in neuester Zeit. Mhm. Naja, früher war es wahrscheinlich tabu, ne? Das zu machen. Selbst wenn es gewollt hättest vielleicht. Ja, ich denke schon. Schwierige Frage. Schwierige Frage, wirklich. Mhm. Na, vor allem, ich wüsste auch nicht, selbst wenn ich ihm all das sagen würde, ich würde auch nicht, oder ich weiß nicht, ob ich denn tatsächlich auch eine Beziehung mit ihm will, weil wir sind so ein eingespieltes Team, was Freundschaft betrifft. Also da sind wir so gut drin. Ich wüsste gar nicht, wie wir jetzt quasi in einer Beziehung sein würden. Naja, ich will dir mal sagen, also es gibt ja nichts Tolleres, als wenn man mit jemandem die Liebe noch erfährt, mit dem man schon eine extrem gute freundschaftliche Grundlage hat. Ich kenne das, ich habe sowas mal erlebt. Und es war perfekt. Also es war eine solidere Grundlage, gab es gar nicht. Ja, aber dann überlege ich, oh mein Gott, wenn das dann nicht klappt, ja, wenn gut, noch dann nicht mal das klappt, wie viel ist dann kaputt? Ja, das ist natürlich, das stimmt, ja. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Aber wenn es klappt, ist das viel besser, als wenn man sich den anderen Weg geht, wo man sich dann irgendwie Feuer und Flamme in jemanden nach ein paar Tagen, ein paar Wochen verliebt und dann sich zusammentut. Ihr habt ja eine ganz, ganz qualitative Grundlage. Ihr kennt euch ja, ihr wisst, woran ihr seid. Da sind Loyalitäten. Absolut. Ne? Und wenn dann auch die Liebe dazu kommt, mein Gott, was will man mehr? Was will man mehr? Das ist ja ein Traum, ist das. Aber wenn das dann nicht funktioniert und er das nicht erwidern kann und du es aber so empfindest, dann ist natürlich die Schieflage da. Ja. Das ist natürlich jetzt die ganz große Frage, wie gehst du mit diesem Gefühl um? Du beobachtest das ja jetzt schon eine ganze Weile. Ja, und ich hätte es am allerliebsten, wenn es einfach so wieder verschwinden würde. Was tust du dafür, dass es so ganz einfach vielleicht wieder verschwindet? Lauter bescheuerte Sachen. Klamotten kaufen, ich habe angefangen Bilder zu malen und ja, zum Beispiel auch mit dir telefonieren. Also, ja, verstehe. Hast du mit sonst jemandem drüber gesprochen? Schon? Ja. Mit wem? Mit meiner besten Freundin. Was sagt die? Die kennt ihn auch? Nee, nicht so gut. Ja, aber was sagt sie? Ja, sie kann mir da halt auch nicht raten. Also sie sagt, sie schwankt dann immer so hin und her. Weil, ja, also Freundschaft gegen Liebe, was wiegt mehr sozusagen? Mhm. Langfristig wiegt die Freundschaft mehr. Ja. Aber wenn das Gefühl der Liebe entstanden ist und das richtig tief ist und groß ist, kann man sie ja eben auch nicht so abstoßen, wie ich es gerade schon sagte. Da kann man nicht wirklich gegen angehen. Zumindest nicht rein mit der Ratio nicht. Indem du da jetzt sitzt und denkst, ah, es wäre jetzt klüger, es wieder so zu machen und so und so und so. Ich glaube, wenn, vielleicht wäre es gut, wenn du es noch eine Weile beobachtest. Mhm. Wenn du aber merkst, dass es dich nicht verlässt, dieses Gefühl des Verliebtseins, des Begehrens, und wenn es sogar vielleicht noch stärker wird, ich würde dann, ich spreche da aus Erfahrung, ich würde dann die volle Risikokiste fahren und es ihm sagen. Mhm. Ich würde es ihm sagen, mit zitterndem Herzen. Ja, das ist mir schon klar. Die Frage ist, wenn er dann Nein sagt, ne? Ja. Dann gibt es ja verschiedene Modelle, die man durchspielen kann.
entweder ist er dann so verschreckt von dir, dass er auf Distanz geht. Ja. Oder du bist so traurig, dass du keine Freundschaft mehr, dass du seine Nähe nicht mehr tragen kannst, also auch nicht die Freundschaft. Oder aber, ich meine, das wäre der beste Fall, dass du dich eine Weile zurückziehst und dich mal ein bisschen wieder berappelst und dass es dann doch wieder so weitergeht. Also ich muss auch sagen, wir hatten den umgekehrten Fall schon mal. Das war vor ein paar Jahren, da hat er mir quasi erklärt, dass er mich liebt oder sich in mich verliebt hat. Und da habe ich ihm gesagt, ja, das ist sehr toll und ich fühle mich geschmeichelt und das ist mir unheimlich wertvoll, aber ich liebe dich nicht und wir können keine Beziehung haben. Punkt. Aha. Und das ist doch eine wichtige Information, die du mir jetzt erzählst. Ja? Ja, finde ich ganz wichtig. Das heißt, da ist ja eine ganze Menge bei dem schon los. Vielleicht ist der so schüchtern und scheu und dass du der Grund bist, warum er noch keine Freundin hatte. Das habe ich mir insgeheim auch überlegt, aber das ist ja ganz schön selbstüberschätzt. Ja, vielleicht. Ich spekuliere ja gerade nur rum. Wenn der das schon mal zu dir gesagt hat, heißt das, der hat dich schon mal geliebt oder war verliebt in dich. Ja. Er hat das vielleicht jetzt nur runtergefahren und schluckt runter und schluckt runter und will dich aber behalten und hat sich zur Freundschaft gezwungen. Kann man ja auch, mit Disziplin schafft man sowas auch. Ja. Finde ich eine interessante Sache. Und jetzt einfach noch eine normale Frage aus deiner langjährigen Praxis. Wie normal ist es, dass man sich mit 23 prügelt und eine Kissenschlacht macht und aufeinander rumhopst und so Sachen? Ach, das ist durchaus okay. Das finde ich okay. Es kann natürlich auch wiederum ein Zeichen von Unsicherheit sein, weil man, wie du es gerade gesagt hast, man erlebt dadurch eine gewisse körperliche Nähe, fasst sich vielleicht sogar irgendwie an, käppelt sich. Ja. Aber man hat eine Entschuldigung. Wir machen ja nur eine Kissenschlacht. Es ist ja nichts Schlimmes. Ne? So kann es sein. Ja, so ist es, glaube ich, auch. Ja, ja. Also das ist alles noch im Normenbereich. Also dieser eine Satz verändert die Lage, finde ich. Jetzt mach es doch wirklich so. Warte doch noch wirklich ein kleines bisschen ab und dann sag's ihm. Guck mal, was habt ihr zu gewinnen? Ihr habt vielleicht zu gewinnen eine Liebe. Das ist doch auch, ihr habt ja nicht nur zu verlieren. Bei solchen Sachen darf man ja nicht nur daran denken, was Schlimmes passieren könnte. Man kann ja auch daran denken, was Tolles passieren kann. Ja. So, und wenn ihr beide euch wirklich jetzt ineinander verlieben solltet und er vielleicht hochglücklich ist, was du sagst, würdet ihr beide im 70. Himmel schweben. Ja. Oder? Also ich stelle mir das nur so komisch vor, dann plötzlich ihm, mit dem ich schon so viele Sachen erlebt habe, also mit ihm als Freund, als Geliebten. Das ist auch komisch. Und das ist auch in den ersten Wochen ganz seltsam und fast atemberaubend. Aber es ist grandios. Das hört sich ja gut an. Ja, ich fand's wunderbar. Ich würde diesen Weg immer vorziehen vor dem sich schnell verlieben Weg. Es ist komisch, ja, weil man hat eingefahrene Verhaltensrituale, wenn man so lange befreundet ist und man hat Tabuzonen und das ist alles plötzlich ganz anders, ne? Aber das ist aufregend und das kann durchaus funktionieren. Wacht noch ein bisschen und dann ran an den Speck und dann gucken, was passiert. Okay. Dorothy. Dankeschön. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Das war Dorothy. Und hier geht's gleich weiter. Endlich mal mit jemandem, der ein bisschen... Also wir hatten bisher nur 22-Jährige. Gucke ich hier gerade auf meinen Plan. Andrea 22, Sandra 22, Daniel 22, Dorothy 22. Jetzt kommt Eva und Eva ist 25. Hallo Eva. Ja, hallo. Mann, so eine alte Frau hier. Das habe ich jetzt schon hier. Und was geht's bei dir, Eva? Ja, worum geht's bei mir? Und zwar führe ich schon eine 5-jährige Beziehung. Ja. Und habe halt jetzt seit circa 2 Jahren, ja, jetzt eigentlich schon über 2 Jahre halt, keinen sexuellen Kontakt mehr mit meinem Freund. Warum? Aber von ihm ausgehend. Von ihm ausgehend? Du hättest gerne? Ja. Er hätte, glaube ich, auch gerne, aber... Aber? Ja, er will halt, ja, ist halt so, er will halt nicht mehr. Warum nicht? Weiß es nicht genau. Er hat halt am Anfang immer gesagt, er ist müde und... Keine Lust, eigentlich schreibt man das ja immer den Frauen zu, ne? Mit Kopfschmerzen und ja. Ah, nee, das aber das hat halt so angefangen. Dann wurde es halt immer weniger und jetzt halt seit ja fast 2,5 Jahren. Null was gelaufen im Bett? Null. 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 Zärtlichkeiten? Das schon, ja. Das schon. Also das normale Knuddeln und so, das schon auf jeden Fall. Aber Küssen, sobald er merkt, ist. Küssen auch? Küssen auch, ja. Mit Zunge. Auch das. Mhm. Aber sobald es dann ein bisschen heißer wird, läuft nichts. Ja, da baut er irgendwie direkt so eine Mauer auf und dann merke ich dann auch sofort. Er wird dann distanzierter und
Aber ihr habt noch nie so ganz richtig darüber gesprochen, dass du gesagt hast, pass mal auf, das kann ja irgendwie nicht normal sein, versuch es mir zu erklären. Begehrst du mich nicht mehr? Doch, wir haben schon oft drüber gesprochen. Also ich glaube auch schon mittlerweile zu oft. Also jetzt in der letzten Zeit nicht mehr, aber... Und was ist denn, was ist denn seine Erklärung? Also dass es an ihm liegt. Also er sagt schon klar. Ganz klar, dass es an ihm liegt, dass er halt zu müde ist und... Nee, das ist ja nur keine Erklärung. Das ist eine Erklärung für ein paar Wochen mal, aber nicht für 2 Jahre. Ja, das sehe ich genauso, aber es ist so. Da hast du dann nicht weiter gebohrt im Gespräch? Doch, ich bohre da schon öfters was tiefer, aber er wird dann, ja, wie soll ich sagen? Er macht zu? Er macht es halt zu und er wird dann ja nicht aggressiv, aber ich merke dann in seiner Stimme, dass er halt absolut keinen Bock dazu hat. Mhm. Ja. Das halt zu vertiefen, ne? Das alte Lied. Mhm. Das alte Lied. Gehen wir mal so ein paar Möglichkeiten durch. Hältst du es für möglich, dass irgendwas anders läuft mit einer anderen Frau? Nee, glaube ich nicht. Definitiv nicht. Also ich stehe mit seinem besten Freund mehr oder minder ziemlich häufig in Kontakt, weil er so mein Kontaktpunkt ist zu ihm, weil er mir halt nicht viel dazu sagt und das würde ich wissen. Er ist so ein Treu-Dover, sage ich mal, und nee. Was meint der beste Freund denn zu der Situation? Ja, er kann es sich auch nicht so richtig erklären. Also er versucht auch oft dazu vermitteln, aber... Reden die Jungs denn offen darüber? Die beiden reden offen darüber, ja. Ja, da müsste der beste Freund auch wissen, was da los ist. Also er sagt auch, wie ich gerade auch schon sagte, dass es nicht an mir liegt. Es würde an ihm liegen. Ja gut, so weit waren wir ja schon. Mhm. Ich will wissen, warum es an ihm liegt. Findet er dich nicht mehr geil? Man muss es doch so klar ausdrücken. Doch, denke ich schon. Also vielleicht liegt es auch daran, und zwar, als ich mit ihm zusammenkam, hatte er, hat halt Schilddrüsenprobleme. Mhm. So, und dann hat er so Tabletten genommen, irgendwas Jod oder sowas. Mhm. Und das hat er dann halt irgendwann abrupt aufgehört. Und mit der Zeit hat es dann auch angefangen, dass halt es immer weniger wurde. So. War nur noch einmal die Woche, einmal im Monat und dann jetzt im Endeffekt dann halt gar nicht mehr. Mhm. So, dann würde ja ganz nahe liegen, erstmal zum Arzt zu gehen, zum Hausarzt oder zum Urologen, mal alles durchchecken lassen, Hormonspiegeltest zu machen und so weiter. Hat er das gemacht noch? Ja, also er war schon beim Arzt und er hat ihm auch gesagt, dass er zu hohen Blutdruck hat und dass er halt die Tabletten schon weiternehmen sollte. Er hatte auch eine Überweisung fürs Krankenhaus, aber da hat er dann direkt abgebrochen wieder. Ja, das ist ja auch bescheuert. Also es geht ja jetzt nicht nur darum, da seinen Krankheitsfall zu kurieren. Natürlich geht es darum auch. Aber es geht darum, der soll zum Arzt gehen und dem erzählen, wenn es denn stimmt, dass er keine sexuelle Lust mehr hat. Onaniert er? Also sein bester Freund sagt nein. Mhm. Hast du ihn selbst auch schon gefragt, ob er das tut? Ja, ich habe ihn auch schon gefragt. Er sagt auch nein. Ja, aber dann, also wenn da, nehmen wir mal an, das stimmt, ne? Dann halt, das heißt ja, er hat wirklich keine sexuelle Lust. Ein Kerl von, wie alt ist er? Er ist 34. 34, so. So, da muss der zum Arzt gehen. Da ist das allererste, dass der zum Arzt, am besten zum Urologen geht. Mhm. Das habe ich ihm auch, da haben wir auch ganz oft schon drüber gesprochen. Aber ja. Er schiebt das immer so vor sich her. Aber das ist doch er hat Angst davor. Ach, das ist doch albern. Das ist doch völlig albern. Dann musst du ihm, da würde ich an deiner Stelle aber darauf bestehen. Hat er keine Angst davor, dich zu verlieren? Ich glaube, er ist sich dessen sicher, dass er mich nicht verliert. Ja, das glauben wir auch, weil du noch zu nett, glaube ich, warst in dieser Beziehung mit ihm. Sagen wir mal, ja, es gab schon einige heftige Diskussionen, wo ich auch nicht nett zu ihm war. Ja, aber du lässt es jetzt... Ich denke mal, er weiß, dass ich in den ganzen 2,5 Jahren treu war. Mhm. Und irgendwann ist auch mal Schluss damit. Was ist jetzt, wenn du sagst, pass mal auf, mein Lieber, ich brauche einfach auch mal Sex ab und zu. Den hole ich mir jetzt irgendwie bei einem One-Night-Stand. Was wäre dann? Ja, ich glaube, er wird das dann so hinnehmen. Ach, das wird er dann auch noch hinnehmen? Ich glaube schon, ja. Auch nicht so schmeichelhaft für dich? Nicht unbedingt, aber dafür kenne ich ihn jetzt halt auch zu gut, ne? Also ich glaube, er lässt sich schwer was aufzwängen, ne? Also der Druck, der entfernt ihn eigentlich nur noch mehr. Ja, ich find ja auch immer, dass man keinen großen Druck ausüben sollte in Beziehungen. Aber es gibt irgendwann eine Entwicklung, wo man das durchaus machen darf. In diesem Fall finde ich, darf man das machen. Wenn 2 Jahre überhaupt nichts gelaufen ist, hat man als Partner, der sich zurückzieht, und das tut er ja, die verdammte Pflicht, sich darum zu kümmern, warum das so ist und der Partnerin zumindest zu erklären, was da los ist. Liebst du ihn sehr? Ja. Sehr? Ja. Und er dich auch? Ja. Mhm. So. Also ich würde sagen schon.
Ja. Also weil sonst ist die Beziehung also wunderbar. Also aber weißt du, dann verstehe ich nie, wenn ich sowas höre. Dann müsste doch eigentlich, wenn du zu ihm sagst, pass mal auf, ich liebe dich und das ist mein ganz großer Lebensinhalt, unsere Beziehung. Kümmere dich um dieses Problem, tu es für uns, tu es für mich, tu es für dich, aber tu es vor allen Dingen auch für unsere Beziehung. Und wenn er dann dicht macht, ist das doch, das würde mich aggressiv machen, wenn ich du wäre. Es tut mich auch aggressiv. Ja, wirklich. Ja. Also was bricht er sich denn einen ab, zum Urologen zu gehen, du Levenjot, und sagt dem, was los ist, und dann wird erstmal nur mal Blut abgezapft und er tastet den mal ein bisschen ab oder weiß nicht, ein bisschen Ultraschall oder es ist alles völlig harmlos, es tut doch nicht weh. Ja, ich denke, man hat hier Angst davor, irgendeine Diagnose zu bekommen, halt wie Impotenz oder sowas. Ja, aber da kann man immer, da gibt's auch tausend Möglichkeiten, das zu therapieren. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, für Frauen ist es einfacher, irgendwie zum Arzt zu gehen, irgendwas untersuchen zu lassen oder was weiß ich. Mhm. Ich glaube, bei ihm oder bei Männern ist das doch bestimmt schon ein großer Schritt. Schon. Aber da musst du ihm klar machen, dass er das für eure Beziehung und für dich tun muss. Letztendlich natürlich für sich auch. Aber das ist auch eine Verpflichtung. Wenn man in einer Beziehung ist, trägt man doch auch Verantwortung für den anderen. Er lässt sich ja im Moment völlig treiben. Dem ist das ja völlig wurscht, was du für Bedürfnisse hast. Deine Bedürfnisse sind dem egal. Mhm. Ne? Der lässt sich in seiner Trägheit und seiner, ich sag's mal ganz aggressiv jetzt, der lässt sich in seiner Trägheit und Feigheit einfach so laufen. Mhm. Ne? Und du musst es ausbaden. Wie könnt ihr ihn da zum Beispiel ansprechen? Weil, ich meine, wir haben öfters mal drüber gesprochen. Wie kann ich es am geschicktesten machen? Tja, das Geschickte ist natürlich jetzt, nach 2 Jahren, würde ich da gar nicht mehr groß taktieren, sondern ich würde es ihm genau so sagen, wie ich es dir gerade gesagt habe, dass eine Liebe und eine Partnerschaft ein Geben und Nehmen ist und dass jeder sich verdammt anstrengen muss, damit das Ding läuft. Mhm. Und wenn irgendwo was nicht in Ordnung ist, dann muss man gemeinsam erstmal überlegen, was da los ist und gegebenenfalls einer muss die Initiative ergreifen. Mhm. Du bist unzufrieden. Mhm. Das musst du ihm sagen. Mhm. Er kann da was dran ändern. Zumindest kann er zumindest dazu beitragen, herauszubekommen, was da los ist. Da wäre dir ja auch schon mal gedient. Ja, wohl wahr. Ne? Denn natürlich würde doch auch der Eindruck entstehen, der begehrt mich gar nicht mehr. Das war am Anfang ganz schön schlimm, ja? Ja, das finde ich ganz schlimm in einer Beziehung. Vielleicht ist es ja das immer noch. Und er schiebt irgendeine Krankheit oder Impotenz oder was weiß ich vor. Und weil er Schiss hat, dir das ins Gesicht zu sagen. Kann ja auch sein. Also ehrlich gesagt, also ich habe mich irgendwie, das hört sich jetzt doof an, aber an den Zustand irgendwo gewöhnt. Ja, aber das ist doch keine, du bist, wie alt bist du, 25? Ja. Das ist doch keine Sache. Wie willst du jetzt die nächsten 5, 6, 7, ich weiß nicht, wie lange ihr zusammen sein werdet, so leben? Nee, nicht unbedingt. Masturbierst du denn? Wie bitte? Masturbierst, onanierst du? Nee, nicht unbedingt, das nein. Heißt, du lebst komplett ohne Sex? Ja. Ja, schön ist es nicht. Also ich lebe eigentlich nur von Schmusen und Zärtlichkeiten. Mhm. Nee, ich würde mit dem Klartext reden und ihm das auch wirklich so knallhart ins Gesicht sagen. Mhm. Dass du es, und ihm auch so sagen, dass du es auch machen würdest, wenn es umgekehrt so wäre. Mhm, ja, wohl wahr. Ne? Und es ist doch nun wirklich nicht schlimm, zum Urologen zu gehen. Wirklich nicht. Ich denke auch nicht. Aber für ihn ist es halt ein Problem. Klar, das ist für Mann immer, genau wie natürlich auch für einige Frauen, das nicht so schön ist, zum Frauenarzt zu gehen. Aber das stimmt schon, da sind die Frauen sind da lockerer. Ich kenne auch viele Freunde, die Urologe, wer weiß, was er da macht, und dann schämen sie sich und so. Aber da muss man dann halt durch. Mein Gott, das sind doch keine Waschweiber. Ne? Ja. Also Eva, das darf nicht nochmal ein Jahr dauern. Nee, nicht unbedingt. Und wenn er dann genervt reagiert, dann musst du einfach dabei bleiben und nicht zurückgehen. Der hat ja jetzt, glaube ich, auch schon gelernt, das ist ja auch schon ritualisiert. Du sprichst es dann irgendwie an und dann gibt es ein kleines Gespräch, dann ist er ein bisschen genervt und dann bist du still und dann läuft ja wieder erstmal der Alltag normal weiter. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht bin ich da auch zu nachgiebig. Ja, und das musst du durchbrechen, damit er wirklich die Ernsthaftigkeit der Lage kapiert. Ja, das ist wohl wahr. Er ruht sich, glaube ich, darauf aus. So, glaube ich auch. Mhm. Meine Liebe, Eva, ich wünsche dir viel Erfolg. Ja, danke schön. Alles Gute. Mach's gut. Ja, tschüss.
So, meine Lieben, das war's von uns für heute und für diese Woche. Ich bedanke mich bei Malte E-Mails, die heute in der Technik war. Wir sehen und hören uns wieder nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis dahin. Bye, bye.